das Klima ein bisschen an hier, so ein bisschen so. Hier ein bisschen hier oben so. Affe ziehen. Baller noch drauf. Wo ist das Ding jetzt? Unter und da ist da. Ach geil. Okay, wir haben's. Dann können wir uns nämlich jetzt in Ruhe umsehen, wenn wir da drinnen sind. Und müssen nicht die ganze Zeit unsere Lebensenergie achten und 1000 Medipacks fressen, weil uns das Krokodil nervt. Ha, ist auch eine gute Option, finde ich. Ne? Kann man mal haben. Ich habe ja meinen Freund mein Getränk 20 Sekunden ins Wasser gestellt. 20 Sekunden. 20 Minuten in den Gefrierschrank gestellt, weil es jetzt so heiß war. Und jetzt ist es richtig kalt. Mm. Ist einfach so geil bei dieser Hitze. Ich sag so, wie es ist. Komme ich da jetzt durch und muss noch schneller sein? Schaffe ich. Sehr gut. Ja, kriegen sie auch schon wieder zu. Ziemlich knapp bemessen, würde ich mal sagen. Ich will aber eigentlich auch erstmal nach oben gucken. Und hier kommt man doch nicht raus. Wenn du so hier am Rand, ne? Wo liegt irgendwo im Wasser ein Schlüssel? Ich weiß ja nicht. Geht nicht raus. Er will da auch nicht hoch. Das ist ein bisschen verzwickt hier. Ich weiß nicht mal, wie das war. Hier mal gucken. Guck mal hier. Das ist auch noch so eine Stelle, aber hier kommt man doch bestimmt auch oder nicht hoch. Nee, kommt man auch nicht. Joa, vielleicht ist hier auch einfach nichts. Oder geht die Tür eigentlich wieder auf? Die Tür geht doch nicht mehr auf. Hier liegt irgendwo noch im Wasser der Schlüssel drin. Der muss ja irgendwo drin liegen, weil sonst hätte ich ja... Hier ist er doch! Oh, ich bin so blöd. Ich habe den voll übersehen. Hier ist der Schlüssel. Bitte, die Tür geht jetzt wieder auf? Ja, klar. Okay, haben wir auch schon die zwei Ornamentschlüssel. Ich muss erstmal jetzt suchen, weil das ist einfach so Sandboden, so richtig, richtiger Sandboden. Und da sieht man so einen orange-gelben Schlüssel. Muss ich ja jetzt mal sagen, extremst schlecht. Und deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen. Tut mir sehr leid. Aber ja, es ist so. Ach, guck mal, die kann man auch noch schieben. Vielleicht ist ja was drunter. Nein. Hä? Ich will gerade sagen... Ich habe Alt gedrückt statt STRG. Liegt da was drunter zufällig? Wir haben jetzt unsere zwei Ornamentschlüssel schon mal, oder? Ja. Ornament 1 und 2. Nee, ich wollte mal die Waffe wechseln. Und jetzt speichern, genau. Ja. Hier liegt MP5 Submachine Gun Munition. Wie haben wir davon jetzt? Ja, kann man mal haben. Knapp 2700 auf der Normal-Ammo und auf der Sprout-Ammo hatten wir noch 17 oder so, naja. Insgesamt über 2800. Das Sprout-Ammo haben wir ganz am Anfang von der Atlantischen Festung in diesem Spiel gefunden, sonst gar nicht mehr, die Sprout-Ammo. Ich weiß auch gar nicht genau, für was die überhaupt gut war, also die Gegner waren damit eigentlich nicht schneller tot, also Sprout hört sich irgendwie so an, deswegen keine Ahnung, was damit mit Sprout-Ammo, was sie damit bewirken wollten. Ach, wartet mal. Ich kratze mich gerade über so einen Mückenstich am Arm. Oh. Furchtbar. Und Ornat. Oh Gott, Ornamentschlüssel 1. Oder Ornament Key. Nee, Ornaments. Och, ist jetzt egal. Ich bin so schlecht in Englisch. Och, nee. Ach, hab ich die Munition wieder ausgewählt. Ich trottel. Was ist so dunkel drin? Haben wir eigentlich Fackeln aufgesammelt? Wir haben im ganzen Spiel keine Fackeln. Ja, wir haben zwei Fackeln. Wir haben im ganzen Spiel keine gefunden. Braucht man ja auch nicht, weil... Ich muss ja jetzt mal ehrlich sagen, man braucht im Tomb Raider Unfinished Business keine Fackeln. Aber wir haben zwei Stück. Hier ist ein Schalter, was macht denn der jetzt? Licht an und hat eine Tür geöffnet. Ich habe es ganz leise gehört. Ach, wie gruselig. Gruselig. Irgendwo sind vier um die Ecke. Oh. Ja. Sterb! Puh! Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn noch ein Gegner kommt, okay? Hier geht's, glaube ich, rein. Ja. Was ist denn da unten Schönes? Bisschen Wasser, wo bestimmt Krokodile drin sind. Kann man da gleich zu einer total coolen Stelle? Ich glaube, die kommt schon gleich. Das ist eine richtig coole Stelle, aber ich weiß nicht. Kam Musik.
locker runtergeflogen. Ich meine, Karma haben. Was rollen jetzt hier unten nur so ein Gegner oder was? Oder geht wieder noch eine Tür da oben auf? Ach, kommt man wieder hoch, ich wollte gerade sagen. Also hier kam schon mal so eine, ich finde das immer so ein bisschen wie heilige Musik, weil das hört sich immer so extrem heilig an irgendwie. War ein Schalter hier oben, das habe ich mir gemerkt. Ja. Habe ich mir nämlich gemerkt. Ah, wir müssen, glaube ich, zwei drücken und dann geht die Wassertür auf. Die habe ich gerade gar nicht gesehen, als ich im Wasser war. Okay. Okay. Ja, und jetzt öffnet sich die Tür, die ein bisschen so aussieht wie die... Also, Tomb Raider 1, letztes Ägypten-Level, Heiligtum des Skion oder Sanctuary of the Skion. Da gab es auch so eine Tür am... Ganz am Anfang des Levels, komplett am Anfang, wenn man startet, die sah genauso aus. Und geht jetzt wieder zu die Tür? Euer Ernst? Wetten, die ging jetzt wieder zu, wartet mal. Sind die Schalter wieder oben? Jo, ist klar. Nochmal. Oh. Hab ich jetzt alle beide schon gedrückt, oder? Ja. Das heißt nochmal laden. Einfach abhauen jetzt. Einfach etwas abhauen. Hau ab jetzt. Ich hab sie noch niemals. Nee. Nee, warte mal, ich habe eine Idee. Ganz schnell eine Rolle machen und dann so. Ich hätte aber schon reinspringen müssen, scheiße. Okay, dann drücken wir die alle nochmal und warten nochmal, bis der wieder oben ist. Das ist ja ganz furchtbar. Ah, es reicht schon einzudrücken. Ja, ist klar. Oh, ich bin so blöd. Geh rein, geh rein, geh rein. Sehr gut. Sehr gut. Ah, kann man hier irgendwo auftauchen und kommt. Ja, da. Schnell. 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 Ah, jetzt kommt die Schlüsselflut. Ach, jetzt kommen so viele Schlüssel. Ich glaube, sie liegen jetzt, glaube ich, ich rate jetzt mal so 7 oder 8 Schlüssel. Also jetzt in einer ganz kurzen Umgebung vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Auf jeden Fall extrem viele Krokodiles. Extrem viele Schlüssel. Und Krokodile auch. Was ist das andere Krokodil? Ja, war noch ein anderes. Okay, nehme ich erstmal... Ja, hebe ich erstmal den nächsten Schlüssel. Ob wir ein Ornamentschlüssel oder ein Ornate-Key oder... Ist jetzt ein anderer. Es ist ein... Ornamentschlüssel Nummer 3. Der heißt immer nicht Nummer 1, weil der ist mir schon vergeben. Es geht ab zu 3 los. Sehr sinnvoll. Ich lasse andere Krokodile jetzt einfach da unten am Leben. Und wir machen das viel vorbei, ohne dass es mich vielleicht erwischt. Da unten liegt Munition drinne für die Magnum. Sehr gut. Oh, ich liebe die Musik, Leute. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik. Sehr coole Musik. Hat die Markus dort gemacht. Was natürlich direkt auffällt, Leute. Das sind die Schlüssel da hinten. Guck mal, da liegt schon jetzt beide Schlüssel. Und Mensch, Schlüssel 4, aber guckt euch das mal an. Hier springen solche, weiß nicht, was das sein soll. Das ist, als würden solche Frösche springen an der Wand. Finde ich voll cool gemacht. Geben aber erstmal die Munition auf, die unter Wasser jetzt hier in diesen Öffnungen drinne lag. Das ist nämlich Magnum-Munition. Die Magnum ist sehr gut. Wir haben ja aber auch noch ganz komische Gegner. Die sind richtig, die halten nämlich 200 Schüsse aus oder so. Die kann man, die werden aber auch nicht... Ach, stimmt, eigentlich kann man jetzt die Magnum nehmen. Es gibt ja keinen Endgegner, glaube ich. Also 64 auch kommen. Ja, ich weiß, aber... Wir verwenden die jetzt mal, bis wir nur noch 35 Schüsse haben. Wir verwenden die, bis wir 35 Schüsse noch haben. Das kann man jetzt ein bisschen damit rumballern, weil ich mag die Waffe eigentlich sehr gerne. Plus Lasersight. Die liegen sehr viele Schlüssel. Ich dachte eigentlich so, okay, in Unfinished Business, im echten Unfinished Business, lagen schon so viele. Da dachte ich erst, naja, in so einem Kastendeal haben sie vielleicht maximal 2 wieder hingelegt, aber nein. Auch hier so viele. Oh, Gottes Willen.
Spiels, dass mich alle Gegner aufspüren. Da ist zum Beispiel die nächste Schüssel. Das ist der nächste. Okay, brauchten wir eigentlich nochmal 6? Oder waren es nur 5? Also brauchen auf jeden Fall viele. Das ist der nächste. Oder? Ja. Und dann Menschschlüssel Nummer 5? Ne, 6. Und dann Menschschlüssel Nummer 7 sogar schon. Ach du Kacke. Wir haben also jetzt schon wieder 4 Stück aufgesammelt. Da kenne ich irgendwo noch einer. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, hier lag noch einer irgendwo. Aber vorher will ich nochmal kurz hier hoch gucken. Weil... Da liegt nämlich noch einer, genau. Das ist ein Gegner. Ja, hier kann man nämlich alle einsetzen. 1, 2, 3, 4, 5. Leute, wir haben schon 5. Oder brauchen wir halt später noch einen 6. Weil hier liegt nämlich noch ein 6. Schlüssel. Aber wir müssen ja nur 5 einsetzen. Vielleicht brauchen wir ja einen Schlüssel, den wir halt erst... Vielleicht brauchen wir einen Schlüssel, den wir danach irgendwo einsetzen müssen. Und nicht hier in diesem 5-Schlüsselsystem. Kriegen nicht sogar 6 oder 7 Schlüssel im echten Unfinished-Business oder waren das da auch plus 5? Muss ich mal nachschauen. Ja, hier liegt Magnum-Munition. Ja! 62! Ach, sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt hier nicht so viel weiter um, weil wir haben doch jetzt hier alles entdeckt, glaube ich. Und setzen jetzt mal die Schlüssel ein, würde ich sagen. Ja, was... Ich kann jetzt hier nochmal überall lang gucken, aber ich glaube, dass hier nichts weiter ist, oder? Nein. Hier lagen die 2. Also ich glaube, hier ist auch nicht mehr. Cool finde ich halt die Animation. Die gab es auch in Tomb Raider 1 schon. Diese Frösche, die hier lang springen, was es auch immer sein soll. Oder weil es sind so diese Panther, nur halt so komisch aussehend. Die gab es auch schon im ersten Teil. Ich finde es...